I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence to let them and chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I to stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose, none of them cold. They just got lucky but never adapted, so I'm telling one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke, I'm ready for smoke. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. Bestellen 30.000 Leute, dann bekommen nicht 30.000 Leute was, sondern Walkout. Oh, EA Sports Vancouver Canada, gib mir doch meine Icon. Wo ist denn das Problem? Belgien, LF und es ist Nazar. Ich bin der Allerechte. Und wir sind da, Chat. Und wir sind da. Guckt euch den Bizeps an. Ja, okay, das ist was. GG's, Freunde. Wie teuer ist die? Wie lange die gezogen? Hazard ist teuer, oder? Ja. Der hat auch geile Werte, Chat. 500k? LOL. Wenn man so schnell. Was? Wie geht das denn? Ja, ich stell meinen jetzt rein. Was? Nein. Den Hazard ich würde der Chat schreibt 500k. Da war davon 100. Was redet ihr? Ich hab ihn auch. Kostet 100. 100k nur? Ja. Also 150 jetzt vielleicht wegen Steigen. Ich hab den auch. Oh mein Gott. Ja. Ich dachte zwei. Hä? Den behalte ich aber noch ein bisschen. Ey, Eli, machen wir wieder die Wette? Bist du auch dabei? Oh ja, Willi, wir machen die Wette. 90 plus Spieler. Rein sportlich gesehen finde ich es sehr, sehr uninteressant, weil das Niveau schon echt nicht so dolle ist. Meine persönliche Meinung. Wir haben mal, Freunde, damals Tasmania B-Jugend. Wir waren 16 Jahre alt. 16 Jahre alt an die Berliner, das ist, die wissen, was Tasmania ist. Regionalliga und wir waren nicht eine Truppe, die da oben mitgespielt haben, um die Aufstieger in die Bundesliga. Und wir haben irgendeine erste Liga von den Frauen, also die höchste Spielklasse in Deutschland, ja, haben wir, glaube ich, 13-0 oder so abgeschossen. Und wir waren 16. Rein sportlicher Hinsicht finde ich Frauenfußball nicht so spannend und entspricht nicht meinen Vorstellungen, wie ein geiles Match aussehen kann. Trotzdem respektiere ich natürlich, was die Frauen da investieren. Ich muss kurz zwischengrätschen. Digga, Cancelo kostet nur 18.000. Ich habe den gerade gezogen, ich dachte, der kostet 70.000. Der kostet 18.000. Digga, was ist das denn? Nee, ich mag sowas. Vera Wunic mit Juve und Barca in einer Gruppe, Meinung. Meinst Fenerbahce, meinst du, ne? Ja. Hi, Barry. Oh, ich habe Ansu Fati in Form gezogen. Kann der was? 30 oder so. Oh. Hi, Eli. Hi. Bist du glücklich, dass du die Ikone gezogen hast? Ja. Gut, direkt mal das Gespräch. Der Mann geht auf mich zu. Ja, guck mal, also, bei mir ist es 1 gegen 2 mittlerweile. 11.000 FIFA-Points und es war nicht mal die Rede wert. Das waren 100 Euro, Chat. Nicht mal der Rede wert, was hier gezogen oh. Was? Runde? Ich wollte schon sagen, ich wollte die anzeigen. Ich wollte sie wirklich anzeigen. Bei mir ist einfach niemand da. Oh, Walkout! Na endlich! Libo ist bei mir. Immer noch. Oh, England? Was ist? ZDM? Oh mein Gott. Hör mir zu, Digga. Ich zieh Walkout Henderson. Hab ich gehört. Wie lost ist das denn? Henderson als Walkout. Wollt ihr mich verarschen? Wer ist für euch der beste Fußballspieler der Welt? Oh, Walkout! EA Sports Vancouver Canada, bitte, 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 Brasilien, irgendwas, Portugal. Oh, Spanien, da hört es immer direkt auf. ZDM, oh mein Gott. Busquets. Busquets? Ich habe 2 Walkouts gezogen in diesem Stream. Henderson und Busquets. Mein Gott. Busquets 11k! Ist das hässlich. Vorgängig ist lost, dass sie so spät die zweite Season raus... Oder die ist ja noch nicht mal draußen, die hätte das schneller machen. Leon mit einem Follow. Haaland, der ist doch safe was wert. Ja, richtig. Oh, 300k. Preisrange. Jetzt mach keinen miesen. 100k kostet Haaland. Junge, einfach weggeskippt den Mann. Hä? Warum habe ich ein seltenes Goldpack? 18k gerade. Walkout! Ruhe! Digga, was kommt? Ruhe! Ich bin auch weg. du der Boden, Lewandowski, ich bin der allerhellste. Ich zieh Haaland 90 plus. 150 Euro verschieden. Alter, so ein Drecksgame. Ich gönn's dir null. Digga. 9 und 8, der Kacke. Ich schwöre, Chat, ich zieh Haaland und Lewandowski hintereinander. Junge, du hast vielleicht Bundesliga durchgespielt. Ich hab Ries Bundesliga durchgespielt. Ich möchte jetzt eine 150 Euro Überweisung bitte haben. Nicht über PayPal? Ah doch, PayPal, stimmt. Willi und ich haben gewettet, Freunde. Wer von uns beiden zuerst 90-Plus-Spieler zieht, kriegt 150 Glocken. Und so macht man das. Lewandowski und Haaland. Edi, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich Ramos ziehe und im nächsten Zug du Lewandowski? Das ist doch respektlos. Das ist wirklich respektlos. Dahinter wird noch was sein. Ich weiß es ganz genau. Hier ist Boss Vancouver, da gibt mir doch irgendwie so ein Haaland oder so. Oh. Robert Lewandowski. Das Schlimme ist, das war ein geschenktes Pack, ne? Das habe ich irgendwo bekommen. Ich weiß nicht mal, wo ich das bekommen habe. Immer in die Zimmer von meinen Geschwistern reingebrettert. So. Haben mir da ein paar Pfandflaschen reingezwiebelt. Bin da immer so mit 13, 14 Euro rausgegangen. Dann habe ich, weiß nicht, ein bisschen was gespart. Dann könnt ihr das schon organisieren. Oder ihr fragt mal eure Eltern oder so. Immer wenn ich früher, also wo ich noch in der Jugend war, da haben wir begrenzt Geld bekommen. I have Willi Richardson. I have him. I have pulled Richard. Freunde, jetzt können wir den Stream, also wirklich, jetzt ist es, wir machen die Insta-Story, aber er wird sie nicht reposten. Richard, I love you, I love you über alles. Richard Richardson, ich hab ihn. I trust in you, you are the best, you believed. The one and only, warte mal, the one and only Richard Richardson. Was heißt, ich werde dich nicht gehen lassen, ich werde dich nie wieder gehen lassen, was heißt das? You don't leave the club? Nein, das muss emotionaler geschrieben werden. I love you, bro. Nein, welcome, das ist zu emotional. Ach so. Welcome home? No, ich möchte sagen, du wirst, ich werde dich nie wieder gehen lassen. Was heißt das? I will never let you leave the club. Aber I never let you go? Du kannst nicht mal Englisch, du merkst. Ach so. I will aber von Englisch Interview. I will never let you go. Wir haben ihn gezogen, Chat. Wir haben ihn gezogen. Er wird nie wieder diesen Verein verlassen. Er wird nie wieder den Verein. Er sieht so gut aus. Er sieht so schön aus mit seinem Gesicht. Er sieht so cool aus. Richarlison de Andrade. Richard am 10.05.181. 1 cm größer als ich. 5 Sterne Weakfoot. Schusskraft 82, Abschluss 82, Ausdauer 82. Er ist so cool, er ist so gut. Hilfe. You are my Kapitän. Er wird, Freunde, den Verein nie wieder verlassen. Ich habe ihn einen Glück gezogen. Ich musste ihn nicht kaufen. Aber ich glaube, Freunde, er kann mich nicht immer in seiner Insta-Story markieren. Diesmal wird er mich, ne, er wird mich safe nicht markieren. Richard repostet ihn in seiner Story. Das, ihr müsst jetzt so krass auf den Repost von Richard. Oh Gott. Please, EA Sports Vancouver, Kenner, bitte, bitte Brasilien. Oh, wir können es. Oh. Oh mein Gott, Mann! Spanien? Spanien! Spanien-Torwart der Real. Den hatte ich auch schon zweimal, den Mann. Ich habe den jetzt dreimal gezogen. Ja, ist wie eine Klette. Das ist wie eine Klette, Freunde. Und damals MW2, diese Semtex, an, wirklich, das ist die Klette. Das ist der Real. Ey, wir spielen, warte mal. Ich bin im Finale. Ich glaube, wir spielen gegeneinander. Ich bin im Finale. Bist du auch im Finale? Ja. Lol. Aber jetzt, nein, bei mir hat nichts gefunden. Ich bin drinne. FC Kiji. Ich glaube nicht, dass er mich repostet, Freunde. Er hat mir geschrieben, very good, Bro. Ich schwöre, er hat mir geschrieben. Ich liebe ihn über alles. Ich kann kein Draft jetzt spielen. Er hat mir geschrieben, very good, Bro. Ich schwör's, Chat. Ich habe ihn zum Lachen gebracht. Hahaha. Very good, Bro. Ich liebe ihn so toll, Chat. Er hat mich Bro genannt. Das fällt mir jetzt erst auf. Wir sind Brüder, er und ich. Ich kann nicht spielen, Chat. Ich kann nicht spielen. Ich mein's ernst. Ich kann nicht. Ich kann nicht spielen. Probier doch mal ein Gespräch aufzubauen, sonst so. Er hat mich in seiner Story markiert, ich liebe ihn über alles. Ich bin verliebt in ihn, ich schwör's euch, ich sehe es gerade. Er hat mich in der Story. Ich liebe ihn, Chat. Hä? Ich hatte den Ball noch nicht, übrigens. Wollte ich mal so gesagt haben, jetzt. Ach so. Bell, du hast Rasen vor dir. Ach, das ist Havertz. Warum zocken die überhaupt auf den Außen die ganze Zeit? Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier, was denn? Jo, wahrscheinlich hältst du den. Hä? Ach, Dreckspiel. Also du hast praktisch alles verpasst, was man verpassen kann. Hallo? Warum führe ich hier nicht 1-0? Ich musste einfach 3-0 führen. Ach Mann, in dieser Slowakei das Internet, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Ey, du kannst Dreadbacks nicht mehr machen. Ich habe das wirklich so früh gerade gedrückt. So. Was soll ich drauf antworten? Ich will mit ihm schreiben, Chat. Ihr müsst mir sagen, was ich schreiben soll. Nein, Willi, jetzt helf mir doch mal. Was kann ich schreiben, damit er mir vielleicht antwortet? Abseits. Spielt der morgen? Ach so. Gegen wen spielen wir morgen? Gegen wen spielt denn Everton morgen? I love you. Klimawandel. Ach so. Klimawandel. Nein, das mit Klimawandel ist Quatsch. Oder du schreibst Good Luck against... No, das was soll ich schreiben. Also sag ehrlich, offensiv komme ich gut klar, defensiv bin ich... Guckt euch das an. Jetzt muss ich ihn zu irgendwas zwingen. Jawohl, die Geiler, du bist... Obwohl ich voll die Drecksabwehr habe. Oh mein Gott, wenn der ankommt... Ach so. Jo, er hat wahrscheinlich, hat er, du Knechtgesicht. Guck mal, Kevin, da läuft er doch. Wer ist das Bale? Oh nö, mit rechts. Foul. Und Titi ist so lahmarschig da hinten. Auf dem zweiten, da läuft er, ich sehe es ganz genau. Der macht Scheiße. Oh mein Gott, was? Weiß ich nicht, ob das so möglich war, physikalisch gesehen. So. Ich muss viel mehr Tore machen. Killero mit einem Resub im 5. Video together maybe? No, my friend. Wir machen es einfach. Ah. Oh, Digga, das war so ein Sahneangriff. Hilfe. Chat, Sahneangriff oder Sahneangriff? Oh, oh. Wow. Jawohl. ADHS. Guck jetzt Übersteiger. Mit Übersteiger mache ich das Ding. Doch nicht. Mach ihn! Oh, Dembele, du Knechtgesicht, du hast 5 Sterne Weakfoot, oder nicht? Warum schießt er wie so ein 12-jähriges Schulmädchen? Ah, ach so. Das ist so eklig. Hab ich. Jawohl. Steck deinen Puller doch rein, Titi. Warum hat er ihn nicht reingesteckt, Chat? Not so. Oh, okay. Und jetzt hast du Rasen vor dir, Gareth. Du bist schnell. Das ist jetzt auf dem zweiten, aber du kannst nicht mit rechts, oder? Durchgebackt. Wunderschön. Da hinten Kevin De Bruyne. Ach so. In die kurze reinkloppen. Du Knecht. I will show you my elevate shirts. Guck mal, jetzt habe ich den Ball gerade verloren, weil ich mich nicht konzentriert habe. Nur wegen dir das Gegentor, Luca, wenn der reingeht. Und wegen EA Sports Vancouver Kenner, weil ich den Ball hatte. EA Sports Vancouver. Verarschung. Ich meine es krass ernst. Das war eine Verarschung. Das darf nicht wieder so anfangen, dass ich da im Passweg drinne stehe und das ist dann Titi. Oh, der Mann hat Nerven. Meine Freundin ruft mich an. Hallo? Ich bin gerade im Food Draft Finale. Doch, auf Twitch. Ach so. Ich bin online auf Twitch. Und ich bin führe 3-2 im Food Draft Finale. Und ich habe mein Food Draft Finale gewonnen. Ja. Okay, gut. Ich frage die Freunde, damals war Real mein Lieblingsverein und ich habe sie immer gefragt. Ich habe sie immer so die Spieler abgefragt. Die soll sich die Spieler merken. Und das Einzige, was sie sich merken konnte, war Nacho wegen dem Essen halt. Good luck tomorrow, bro. I hope you scored 3 Buletten. Super Nachricht. Er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Er antwortet direkt nach 10 Sekunden. Er und ich sind verliebt ineinander. Oh, Walkout. EA Sports Vancouver, Kanada. Bitte Brasilien oder so. Oh mein Gott. Oblak oder Andanovic. Oh. Ey, ich ziehe nur Schmutz-Walkouts. Außer Lewandowski. Sonst ziehe ich nur Schmutz-Walkouts. Ich sag euch so, wie es ist. 18k. Ey, ich habe heute 4 Walkouts gezogen. 3 von denen waren unter 20k wert.